An artist, in a way, is a writer. So I conceive my work as writing with several media, sometimes using photographs, sometimes doing field work, interviews, etc. And these are very similar to the tools that I use in order to produce work before deciding if this is going to end up in photography, in film, or in other forms. On another level, I have interest in photography. This is an interest beyond using it only as a medium, because photography in this exhibition is the subject of the exhibition. It's not only the medium with which I do my work. Before these works are light boxes, they are phenomena that happen to aging photographic objects. And we're talking about glass plates that were stuck together. I made a very biased selection because I selected images of French soldiers that were stuck to portraits of people from the city, in a way commenting on the controlled versus the controller. Diese Arbeit mit dem Archiv und auch die Arbeit als Künstler mit einer Institution hat natürlich auch viel mit der Vorgängerausstellung hier eigentlich zu tun, nämlich von Marcel Brotins, der mit einem Musée d'Art Département des Aigles sich auch eine eigene Institution geschaffen hat, um damit künstlerisch zu arbeiten. Und da finde ich das jetzt sehr, sehr spannend, dass wir mit Akram Sattari einen Künstler haben, der mit der Arab Image Foundation, die auch das Sammeln, das Zusammenstellen mit zum Thema hat. The idea behind the creation of the Arab Image Foundation back in 1997 was to be able to write the history of photography in the region, in its multiple uses. We were not interested in labeling art photography or non-art photography. We were interested in seizing all the diversity with which people used photographs, the function of photographs at home, within the family, therefore family albums. But also as a, and this is the larger part with which photography has been used in the Arab world, it's studio photography. بعدين أكبر مصورين كويسين كالعرب تازي وأمسان. Wir haben 4 Filme ja in der Ausstellung, unterschiedlich, aber die haben auch immer wieder Ähnlichkeiten. Also er greift auch immer auf bestimmte Fotografen ja auch zurück, Van Leo und Hashim El Madani. Das sind ja so 2 ganz wichtige Bezugspunkte. Und da gefällt mir ganz besonders auch, wie erzählt wird, was für Geschichten erzählt wird. Wie Akram Sattari in der Lage ist, zum einen dieses sehr persönliche, diese ja, großen Narrative, mit dann auf der anderen Seite was ganz Technischem, der Fotografie, den Geräten, der Konservierung von Fotografie, der Dokumentation zusammenzuschließen.